Leute, heute geht es nochmal inhaltlich um den oder um die Season 18 Teaser und warum ich vermute, und das werdet ihr, wenn ihr die Bilder euch gleich genauer anseht, wahrscheinlich werdet ihr dasselbe vermuten wie ich, dass das Map-Update rund um Season 18 Stormpoint deutlich größer ausfallen soll, als es wird. Ich kann euch gleich sagen, was sich verändern soll und was sich meiner Meinung nach alles verändert. Und das wird deutlich mehr, als es uns wahrscheinlich klar ist. Wer die Leaks vielleicht schon gesehen hat, hört einfach mal hier mal ein bisschen zu, schaut euch gleich die Bilder an, wenn ihr Bock habt, und ihr seid vielleicht genau der gleichen Meinung wie ich. Ich zeige euch gleich, welche Spots sich laut Leaks verändern sollen. Ich habe die Bilder für die Teaser. Wer die nicht sehen will, wird jetzt gespoilert, der sollte wegschalten. Ich habe natürlich kein In-Game-Gameplay, wie sich die Map verändert oder auf der Map das Wetterphänomen, was sich alle paar Wochen verändert. Ich habe lediglich aus diesem einen Gebäude, wo ihr Wetteraufzeichnungen sehen könnt, Bildschirme und so weiter, wie sich die Wetterphänomene oder die Wetterkarten ändern. Die ändern sich drastisch von Mal zu Mal, und die vierte finale Form bedeutet für mich, Alter, auf Stormpoint passiert was richtig Krasses, einmal Ingame-Teaser-mäßig und ich hoffe auch Gameplay-mäßig. Aber das Map-Update in Season 18 könnte wirklich deutlich fetter ausfallen. Laut Leaks soll sich verändern, das, was ich rot eingekreist habe. Fischfarms, das macht definitiv Sinn, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. High Point und Lightning Rod ganz im Norden soll sich verändern. Soweit so gut, das ist ungefähr schon seit 3-4 Wochen mindestens bekannt. Und gerade Lightning Rod könnte eventuell sich jetzt dann endlich so verändern, wie es eigentlich schon in Season 16 kommen sollte. Dort sollte nämlich das Town Takeover Event rund um Watson stattfinden. Haben wir bis heute nicht bekommen. Es kann tatsächlich sein, dass direkt zum Start von Season 18 wir auch das Watson Town Takeover Event gleich mitbekommen. Das wäre sehr geil. Achtung, jetzt kommen die Spoiler. Wer es nicht sehen will, schaltet weg. Jetzt kommen quasi die Wetterkarten. Es gibt ein Gebäude. Ich kann euch jetzt tatsächlich leider nicht sagen, welches Gebäude das ist. Am Anfang haben wir oben links den grünen Bildschirm, dann geht es nach rechts, dann geht es nach unten links, unten rechts. Soweit so gut, noch nicht mega dramatisch. Jetzt habe ich aber noch ein paar andere Bildschirme für euch und die sehen so aus. Wir haben jetzt aktuell, meiner Meinung nach zumindest, hier steht kein Datum, der Bildschirm oben links, das müsste jetzt aktuell der Bildschirm sein. Oben rechts müsste am 14. Juli passieren. Dort fängt der Hurricane quasi schon an zu wüten. Am 21. ist der Bildschirm unten links und am 28. final unten rechts. Und jetzt zieht euch mal rein, wie groß unten rechts dieser Hurricane da schon ist. Bei Fischfarms ungefähr. Der bewegt sich eigentlich eher, könnte man schon sagen, Richtung Mitte. Theoretisch laut Leaks bewegt er sich aber nach Norden, weil sich diese Punkte verändern. Und wenn ich jetzt einfach mal meinen allseits beliebten Pfeil hier einblende, bewegt sich der Hurricane ungefähr hier. Geht nach Norden. Und wenn er nach Norden geht, in derselben Breite, guckt euch das jetzt einfach mal nochmal an hier. Wie breit quasi hier dieses ganze Gebilde ist, dieser Hurricane oder dieser Tornado, was auch immer das sein soll, und der sich hier nach oben bewegt, dann kann mir niemand sagen, dass sich nur diese Seite verändert und diese Seite, weil der heizt hier komplett von Süd nach Nord durch. Also gehe ich davon aus, dass der die komplette Ostseite von Stormpoint komplett umkrempeln wird. Das ist zumindest meine Theorie dahinter. Ob das jetzt tatsächlich stimmt, kann ich natürlich nicht sagen, ist nur für mich eine Logik, weil ein Hurricane, der über eine komplette Map zieht oder zumindest über den östlichen Teil, kann ich einfach zwei Spots, durch die er mindestens heizen muss, einfach unversehrt lassen. Das macht für mich keinen Sinn. Deswegen könnte es sein, dass das Stormpoint Map Update deutlich krasser wird, als wir es wahrscheinlich vermuten. Und vielleicht mit Season 18 und diesem Update wird Stormpoint endlich an Beliebtheit gewinnen. Hat die Map meiner Meinung nach verdient. Optisch sieht sie geil aus. Aber was mit dieser Map sonst so los ist, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Egal ob Pubs oder Ranked. Es ist einer der unbeliebtesten Maps und wird es wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben, wenn das Map-Update nicht völlig reinhaut. Ladies and Gentlemen, ich bin gespannt und wir müssen auf jeden Fall abwarten, wie sich die Teaser natürlich auch in-game verändern. Das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Wenn ich dort noch irgendwas erfahre, sehe
oder es erspiele, werde ich euch das auf jeden Fall noch zeigen. Und am 28. wird es interessant, wenn der Sturm dann Stormpoint erreicht hat und wir dann die Map auch zocken können, was dann passiert. Wie gesagt, sowas wie ein Tornado, habe ich in einer der letzten Videos schon gesagt, mitten im Game, das wäre heftig, traue ich aber ehrlich gesagt Respawn absolut nicht zu. Sowas gab es zum Beispiel in Battlefield 2042 oder wie es hieß, keine Ahnung. Da haben die das gemacht als Wetterphänomen und das war richtig, richtig geil. Aber ob das Respawn hinbekommt, das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. So, jetzt halte ich meine Klappe. War ziemlich lange Rede um einen kurzen Sinn. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Update. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.